Achte auf entfernte Geräusche, ja. Würde man gerne machen, aber... Genau. Ja, lade weiter. Es ladet ein bisschen. Und, ah, jetzt. Erster. So, was haben wir denn hier? Da ist irgendeiner gekommen. Und das ist der zweite. Was? V ist immer. Hier. Dann ist das normal reden, oder? C ist normal reden, ne? Nee, dann müsste das normal reden sein, oder? Du redest jetzt normal, ja? V normal reden. Das ist bei mir B. Bei mir ist V, hier. Genau. Ich hab's ja eh wieder bei mir alles umgestellt. Warum machst du das immer? Weil ich es kann und weil das für mich einfacher und besser ist. Wenn du jetzt von C auf V oder von V auf B bist, sind eine Taste weiter nach links gerutscht. Was hat dir das jetzt gebracht? Ich habe nicht die übelsten Finger, dass ich da alles wirklich machen kann. CO2, red mal ganz kurz. Okay, ich rede, Tast. Yep. Ich musste mich wieder von 100 auf 50 runterpegeln. Alleine Crucifix Build EMF. Habe ich schon erwähnt, dass das mein Hasshaus ist, in dem ich glaube jede Folge bisher krepiert bin? Na dann, weißt du Bescheid, was du zu machen hast? Hey, komm, du. Hier war auch die geniale Szene, wo ich gerade stehe, also sag nichts. Bist du da? Ich wollte erstmal nachschauen, ob er überhaupt fotografiert wurde. Bist du hier? Eik oben? Ich bin unten. Bist du hier? Dann geh ich hoch. Bist du da? Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Bist du hier? Bist du da? Ist es eigentlich Männle oder Weibel, was hier krepiert ist? Keine Ahnung gerade. Bist du da? Möchtest du mit uns spielen? Hm.
Bist du hier? Alter, kann doch nicht sein. Bist du da? Also bis jetzt in keinem einzigen Raum irgendwas mit der Talkbox. Ich habe auch auf den oberen Etagen noch keinen EMF gehabt. Bist du hier? Ich habe überhaupt keinen Raum unter 10 Grad. Und ich bin jetzt bei jedem Raum gewesen. Welche Schwierigkeit spielen wir eigentlich? Profi. Bist du da? Also ich krieg keine Reaktion in der Talkbox. Kann auch sein, dass du nicht allein oder ja, dass du nicht alleine warst und wir immer zu dicht an dir dran waren. Bist du hier? Weil wir stehen neben dir im Raum, also das ist zu nah wahrscheinlich. Ich bin schon wieder unten. Bist du hier? Du stehst in dem Raum neben uns. Also Talkbox ist nix. Hat jemand... Lass sie trotzdem mal irgendwo hier liegen. Jemand hat die zweite Headkamera nicht mitgenommen. So hätte man schon mal nach einem Orb nebenbei gucken können. Ne, weil ich nehme meine immer erst mit, wenn ich nochmal solo reingehe. Und ich hab nie... Ausschlag war gerade auf 4. Okay. Finde ich weiß für übernatürliche Ereignisse finden. Machen Sie ein Foto vom Geist. Wurde noch nicht gemacht. EMF. Ja gut. Weißt du, wo Darko gestorben ist? Ah, ich hab'n. Hab'n fotografiert. Wo liegt er dann? Unten in der Küche. Ich habe in der Küche in Richtung Darko mal die Kamera aufgebaut. Ich gehe mal gucken wegen Orb. Da ist der Darko tot. Kein Orb. Zumindest nicht bei Darko. Was ist das denn für ein Penis? Du hast auch nichts, ne? EMF hat keinen Ausschlag gemacht. Nicht mal bei der Jagd. Ja, das ist dumm. Wenn wir den Raum nie wissen, dann können wir auch gar nicht nach einem Orb gucken, weil bei Darko in der Nähe fliegt keiner rum.
Der Nebenraum war es zumindest nicht, also der, ich nenne es mal der Wohnbereich, weil da habe ich mich versteckt. Okay. Also ich würde Küche oder so in dem Bereich sagen dann. Oder wieder dieser kleine Nebenraum. Stell dich mal hier hin und guck mal da hoch zum Fenster. Siehst du dort die Silhouette? Ich es könnte auch einfach Licht sein. Wir nehmen doch mal Sanity-Pillen, oder? Wir sind bei 30. Ich gehe hinten herum rein, da wo Darko gestorben ist. Okay. Alter. In dem Raum hier war es zumindest nicht, hier habe ich mich versteckt. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich irgendwo Fingerabdrücke finde. Sein Zeug. Mach mal bitte deine Taschenlampe aus, wenn du zu mir guckst. Weil da sehe ich die. Wenn die an ist, sehe ich die Fingerabdrücke nicht. Es irritiert mich, dass... Ja, wir haben den Geisterraum, wir haben den Geisterraum. Okay, es irritiert mich, dass ab und zu mal die Lichter flackern. Hören. Da! Im Gang, Leute! Die stand gerade da im Gang. Die hat irgendeine Melodie gesungen. Okay. Wir müssen die zweite Kamera jetzt noch in den Flur aufbauen. Schreib in das Buch. Ich hab Angst reinzugehen. Ich hab halt. Du kannst mal im Van gucken. Ich hab ja eine Headkamera an, ob du einen Orb siehst in die Richtung, in die ich gucke. Mach ich. Du musst dann aber die Taschenlampe ausmachen derzeit. Die Taschenlampe ist derzeit aus. Lauf mal links rechts. Okay, ich weiß jetzt, dass ich deine Kamera hab. Da hinten in die Richtung, wo ich gucke, da blinkt's immer im Raum, das Licht. Ich meine, ich habe kurz am Anfang, als ich reingesappt habe, einen Ort gesehen. Ich würde aber jetzt gerne noch einen zweiten abwarten, weil ich mir nicht sicher bin.
Sonst gehe ich mal außen rum, dahinter zu der Tür, zu dem Raum, wo es immer blinkt. Ich gehe mal dahinter in den anderen Raum mit dem Buch. Ich hab dich gehört, Geist. Schreib in das Buch. Taschenlampe, Licht, im Raum ist alles aus, du müsstest jetzt gucken können. Guck mal ein bisschen mehr in Richtung Gang. Ich bin draußen, keine Sorge. Und wir haben Orb. Sehr schön. Ey, die Tür ging zu, ich konnte gerade noch so rausflutschen. Ja, Und die Tür ist kurz in deinen Kopf reingebacken. Ich habe durch die Tür durchbacken den Orb gesehen. Nice. Fehlen uns aber halt noch zwei Sachen. Ja, ich habe gerade einen Orb gesehen in der Kamera. So, Buch ist drinne. Den EMF-Reader hast du noch, oder? Der liegt im Haus. Wow. Ich nehme eine Fernsehpille. Ja, bitte. Aber es hat oft gehört, das blinkende Licht ist wieder an. Ich würde sagen, wir gehen hinten rein. Ich mag es von hinten. Buch hat da immer noch nichts geschrieben. Ich hol nochmal die Talkbox. Bist du hier? Bist du ein Mann?
Bist du eine Frau? Bist du ein Kind? Antwortet einfach nicht. Kann das nicht gleich mal filmen, die eine Kamera umlegen. Bleibt ja nur noch Fingerabdrücke oder Buch. Are you here? Hey, geh mal aus dem Raum. Ich bin draußen. Where are you? Die ist gerade Richtung Küche gegangen zu Darko. Also Salz bringt gar nichts. Right in the book. Schreib in das Buch. Wir haben nur noch, also ich 4 und du 9% Sanity. Dann ist jetzt noch gar nichts. Können wir die ausschließen? Weißt du, wo die UV-Lampe ist? Vorne beim Eingang, wenn du reinkommst, dort liegt eine Kamera und die UV-Lampe. Alter, dieses Geflacker. Wie der Darko da dort liegt, ey.
Wenn du hinter in den Raum gehst, kannst du die Sicherung mal bitte anschalten? Danke. Das ist Kacke. Komm wenigstens am Foto, wenn sie mich schuld. Nein! Nein, CO2! Nein! Scheiße! Wo bist du gestorben, CO2? Scheißendreck. Okay, so zwei Fotos von deiner Leiche habe ich auf jeden Fall. Apropos. Hat die Alte endlich mal das Buch geschrieben? Nee. Da ist doch gar nichts. Ach so, ich habe das fotografiert, was ihr mir gezeigt habt. Nix. Keine Interaktion, keine Fingerabdrücke, gar nichts. Schreibe ins Buch. Wie?
4, 3. Erschreckt mich nicht so. 5, 4, 3. Die hat ins Buch geschrieben. Geisterbuch. Shade oder Yurei? Okay, Shade oder Yurei? Shade. Hier haben wir Yurei. Da brauchen wir noch Gefriertemperaturen. Oder Shade EMF Level 5. Ich gehe erstmal ganz kurz zum Vent zurück. Also EMF oder Talkbox? Okay, ihr müsstet mich ja hören. Also, für einen Shade bräuchten wir EMF Level 5. Der hat aber nicht einmal ausgeschlagen. Für einen Yurei bräuchten wir Gefriertemperaturen. Aber ich habe maximal 3 Grad nur gemessen. Wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Beim Shade schwächen der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Ja. Weil meine Sanity ist am Arsch. Jetzt ist die Frage, was geben wir denn ein, meine lieben Geisterfreunde? Habt ihr alle was zu werfen dabei? 1, 2, okay. Wenn ihr für Yurei seid, werft eure Sachen in Richtung Tor. Wenn ihr für Shade seid, werft eure Sachen zu mir. Ihr werft gar nichts. Okay. Aber nochmal rein gehe ich nicht, weil ich meine Sanity ist auf 0. Und wir haben nur Shade und Yurei zur Auswahl. Ich persönlich würde ja sagen, es ist ein Shade. Auch wenn wir kein EMF haben, aber das kann rumspacken. Okay, einer so, einer so. Also ich tippe auf Shade. Ja, wenn ihr eingeloggt habt, werft mal kurz die Dosen und Tasse hoch, dann würde ich losfahren. Gut. Ja, Shade habe ich eingeloggt. Bin ich mal gespannt. Yay, ich hatte recht. Ich habe ganze $20 bekommen. Boah, was hat's da eingeloggt? Shade. Ich auch, ich habe 120 bekommen. Aber ich habe eure Leichen. Was? Ja, ich habe eure Leichen fotografiert. Das stand auch im Journal. Ich habe 5 für Aufgabe 1.
Ich habe 5 für Aufgabe 1, 10 für Fotos und 5 für Knochenbeweis. Wow. Habt ihr sonst nichts bekommen? Habt ihr eure Leichen fotografiert und im Journal stand auch und über dem Foto Leiche oder toter Körper? Wow.